Mit Stronghold Crusader kehren wir zurück zur Kunst des Burgenbauens. Dieselbe Grafikengine, aber ein anderes Szenario. Haben wir im ersten Teil noch die Landkarte von England Region für Region befreit, befinden wir uns hier im Heiligen Land zur Zeit der Kreuzzüge. Anstatt der zusammenhängenden Kampagne des ersten Teils spielen wir hier auf unterschiedlichen Seiten in verschiedensten Spielmodi. Der Umfang ist wirklich beachtlich, aber aufgrund der wiederverwendeten Grafikengine und dem Verzicht auf eine vertonte Rahmenhandlung, es gibt lediglich vertonte Einspieler, die das Szenario der jeweiligen Mission beschreiben, versprüht Crusader eher den Eindruck eines großen Add-ons. Die restlichen europäischen Truppen suchen Zuflucht in Tyros und sind kurz davor, sich Saladin zu ergeben. Von der Burg Belvoir aus plündern die Europäer Saladins Karawanenwege, um ihn von Tyros abzulenken. Saladin schluckt den Köder und bewegt sich auf die strategisch wichtige Burg Belvoir im Hinterland zu. Die Garnison muss die Angreifer so lange abwehren, bis die Befestigung in Tyros wieder aufgebaut wurde. Spielerisch hat mir der Wechsel des Szenarios in die Wüste gut gefallen, da die Karten dadurch neue bzw. verschärfte Herausforderungen bieten. So ist Farmland nochmal deutlich knapper als im Hauptspiel. Nur an Oasen können die Pflanzen gedeihen und dann wachsen da auch noch blöde Bäume, die der Landwirtschaft im Weg stehen. Und alles ist nochmal deutlich brennbarer. Wohl dem, der Brunnen in seiner Siedlung aufgestellt hat und seine brennbaren Gebäude nicht, so wie zum Beispiel ich, direkt dicht an dicht nebeneinander aufgebaut hat. Es ist schon ein bisschen fies, wenn die eigene Bevölkerung schreiend in Flammen aufgeht. Gebäude stehen in Flammen, Sire! Leider sieht durch das viele Braun der Wüste die Grafik deutlich trister aus als noch im ersten Teil. Dennoch gefällt mir das Setting sehr gut, da es quasi einen meiner Lieblingsfilme als Spiel vorwegnimmt, nämlich Königreich der Himmel von Ridley Scott. Die großen Belagerungsschlachten auf beiden Seiten spielen zu können, macht einfach riesigen Spaß. Ein weiterer Modus ist der Kreuzzug-Modus, wo wir auf 50 Karten im Geplänkel gegen unterschiedliche KI-Gegner antreten. Mir gefällt das ehrlich gesagt gar nicht. Die gestalteten Szenarien, wo man eine Burg baut und auf den Gegner wartet oder eine Festung mit einer Armee angreifen muss, machen mir deutlich mehr Spaß. Im Geplänkel, wo man mit dem Gegner auf derselben Karte Burgen um die Wette baut, finde ich viel zu stressig. Schließlich will ich in Ruhe meine Burg bauen und nicht ständig Nadelstichangriffe gegen den Gegner organisieren und um Rohstoffe streiten. Nee, da bleibe ich lieber bei der Kampagne. Doch bevor ich noch mehr Zeit mit Crusader verbringe, kehre ich doch lieber zum ersten Teil zurück und spiele erstmal dort die Kampagne zu Ende durch. Danach kann ich immer noch mit Salah ad-Din Jerusalem zurückerobern. Wir sind bereit. Nennt euren Wunsch.